sportlicher Erfolg ist etwas, das erreicht man nur durch harte Arbeit. Das hat auch mein Lispo-Talk heute am eigenen Leib erfahren. Hallo Diana Schwab. Ciao Renato. Du bist karatemässig total gut unterwegs. Du hast sehr viel bereits erreicht, wo andere vielleicht im Moment noch davon träumen. Ich habe gesagt, das erreicht man nur durch harte Arbeit. Könntest du das unterstützen? Das ist ja so. Es ist hartes Training, es ist sehr viel Aufwand dahinter. Es braucht sehr viel Selbstbewusstsein und einfach, man sollte nie eigentlich denken, man schafft es nicht. Also immer positiv denken und ich glaube, das mentale Training in diesem Sport ist A und O. Und durch das erreicht man eigentlich die Ziele, wenn man immer dran ist. Gerade ich würde sagen, in den letzten 12 Monaten bist du sehr erfolgreich gewesen. Bist immer irgendwo auf einem Podest gelandet. Was würdest du sagen, was war einer von deinen wichtigsten Preise, die du gemacht hast? Also ganz klar war November, also die Weltmeisterschaft in Tampere, Finnland. Das ist eine Traumerfüllung gegangen, ein Ziel, das ich auch hatte, der Bronzemedaille im Einzel zu holen und zusätzlich natürlich noch nachher doppelt mit dem Teamerfolg auch noch eine Bronzemedaille geholt zu haben. Das ist ein Traum, der realistisch geworden ist und davon geträumt hat. Mhm. Du bist ja kurz nach dem Erfolg bist du bei uns im Bistro zu Gast gewesen, damals bei der Brigitte Kaufmann. Der Stefan Batosch war dabei, wo du und deine Mannschaft sind zurückgekommen. Was hat es dann für ein Echo gegeben? Was hat das mit sich gebracht? Also, wenn du jetzt das ansprichst von Stefan Batosch, der ist ja filmen. Also, viele Leute haben auch das Video sehr gerühmt und der Talk natürlich auch. Und es war noch lustig, viele Männer, die eigentlich schwer haben, Emotionen zu zeigen, sie sind also zu mir gekommen und gesagt, das Video, der Empfang und so, hat also bei mir auch Tränen ausgelöst. Und das ist für mich ein sehr schönes Zeichen, wenn die Leute eben hinter mir stehen und, ja, und davon ein bisschen miterleben können. Ja, es war ja gewaltig, der Aufmarsch an Arberger, die sich mobilisiert haben, ja. In diesem Städtchen zusammenzukommen, um dir zu huldigen. Ist das etwas Einmaliges gewesen, oder? Ich hoffe nicht. Also einmalig ist, ich hoffe, dass ich eben den Weltmeistertitel mal erreichen kann. Und ich bin überzeugt, eben die Leute stehen hinter mir. Und das ist natürlich, ich sage, es ist nicht selbstverständlich. Es ist für mich auch eine sehr grosse Ehre zu wissen, dass ich so viele Fans oder eben Freunde habe, die hinter mir stehen. Und von dem her gibt es mir Kraft und Mut, eben das höhere Ziel zu erreichen. Im Oktober 2006 bist du zur Seeländer Sportlerin vom Monat gewählt worden. Und Ende Jahr hat man dich dann sogar eben zur Sportlerin des Jahres gewählt. Eine Wahnsinnsauszeichnung. Es ist ja so. Also, ich weiss noch, das Jahr vorher war ich auch nominiert und da habe ich davon geträumt, mal dort auch zu oberst stehen. Und ein Jahr später hat es gelangt. Zu wissen, dass man, klar, es ist schon nur eine Seeländer-Sportlerin des Jahres, aber das ist für mich eine sehr grosse Ehre und es hat eine sehr grosse Bedeutung in meinem Leben. Und ja, Karate ist, sagt man heute nicht mehr, es ist eine Randsportart seit diesem Abend, weil das Team auch abgeräumt hat, aber es ist halt gleich noch nicht so gross bekannt, das kannst du sagen, aber dass du vielleicht mal nominiert wärst bei den Swiss Awards oder so. Das wäre natürlich auch sehr interessant, aber das wird vielleicht einmal kommen, man weiss nie. Sport ist ein wichtiger Bestandteil von deinem Leben. Du kannst aber momentan noch nicht vom Karate leben. Du arbeitest nebenbei, oder ja, 50% noch im elterlichen Betrieb Zerberg. Du hast mal gesagt, es ist schwierig, Sponsoren zu finden. Hat sich das seit diesen Erfolgen ein bisschen geändert? Ja, also ich sage jetzt, es ist immer noch schwierig, so eben richtige Sponsoren zu finden. Ich habe jetzt das Glück, durch meinen elterlichen Betrieb, durch Freunde von meinem Vater und so, die mich privat unterstützt haben, so eben kleine Beträge, einmalige Sponsoring und so, da muss ich sagen,
habe ich viel bekommen. Und ich bin auch sehr dankbar diesen Leuten, weil eben ohne die würde es gar nicht gehen. Aber so einen Toursponsor wie zum Beispiel eine Marke oder so, habe ich eigentlich noch nie gehabt. Und es ist vielleicht auch schwierig zu erreichen, weil Karate ist auch ein bisschen, sage jetzt zum Beispiel mal, die Skifahrer, die können überall auf den Trikot alles Sponsoring haben. Und wenn ich auf das Tatami gehe, also auf einen Wettkampf, dann darf ich sozusagen nichts haben. Und das ist natürlich das, was der Sponsor reizt, oder? Kommt im Fernsehen und will gerne meine Sachen sehen. Von dem her, glaube ich, ist es noch ein bisschen im Hintergrund, das Karate. Deine Erfolge haben dir natürlich auch einen Raum gebracht, eine Publizität gebracht. Ist das schwierig? Hat sich da etwas verändert jetzt im Umfeld? Gehen die Leute mit dir anders um, jetzt, wenn sie dir zum Beispiel zu Arberg im Städtli begegnen? Also eine kleine Veränderung hat es gegeben. Ich sage, es kenne ich mich. Ich sage, aber jetzt mehr Leute als vorher, das ist ganz klar. Ich bin immer noch Diana geblieben wie vorher. Das wird ja immer bleiben. Und ich glaube, die Leute waren auch vorher sehr freundlich gewesen, zu Arberg. Und haben mich auch eben darauf angesprochen. Dadurch, glaube ich, hat sich nicht viel geändert. Vielleicht eben, dass ich ein Mühe bekannter geworden bin. So würde ich sagen, ja. Ich bin mal ein bisschen im Internet nachforschen, wo man überall Informationen findet. Und ein ganz spezieller Eintrag ist mir doch sehr eingefahren. Auf wikipedia.ch findet man so, das ist ein Lexikon-Eintrag, wo es wirklich Tausende von Informationen gibt. Und im Städtli Arberg unter bekannten Persönlichkeiten steht dein Name. Zusammen zum Beispiel mit unserem Nobelpreisträger, mit dem Kurt Wüthrich. Also du bist einer von vier Namen. Was bedeutet das für dich? Also jetzt bin ich gerade überrascht. Also eigentlich, das habe ich noch nicht herausgefunden. Das ist natürlich eine sehr grosse Ehre. Dort können dabei sein, sage ich jetzt. Und eben davon habe ich gar nicht gewusst. Ich würde morgen sicher ganz schnell schauen. Und das ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Sache in diesem Fall. Du hast jetzt bereits ein paar gute Erfolge vorweisen können, ja. Aber du hast auch mittelfristige und langfristige Ziele, mittelfristig sicher die nächsten paar Turniere, mittel- oder längerfristig sicher die WM 2008. Tokio, genau. Also ich sage jetzt 2008 Tokio ist sicher eben der Weltmeistertitel können anstreben. Also realistisch wäre es eigentlich, aber wie gesagt, der Tag muss einfach stimmen, dass du dort mal kannst Weltmeister werden kannst. Das ist in jedem Sport so. Und ein weiteres Ziel ist natürlich, 2011 ist eine Europameisterschaft, Elite-Europameisterschaft, die in der Schweiz wird stattfinden. Ich wäre dann 29, also realisierbar wäre es noch vom Alter her. Und ein Heimspiel? Ein Heimspiel, genau. Es wäre sicher ein Traum, wo die ganzen Leute von hier mal so etwas könnten, von mir nach erleben könnten. Also ich glaube, es wäre sicher eine super Sache, dort noch dabei zu sein. Musst du dich speziell vorbereiten auf diese Zeit? Ja, also man merkt es schon jetzt. Also es wird auf jeden Fall vorbereitet, eben sportlich oder politisch oder x wasen Sachen wird schon jetzt darüber geredet. Das ist etwas, was man vorher muss angehen muss. Und ich glaube, das ist, ich sage, ist in jedem Sport das Gleiche, wenn man weiss, es ist ein Heimspiel, ob jetzt eine EM oder eine WM, ist jeder Sportler mehr motiviert und gibt mehr. Also es ist jetzt eine Phase da, wo noch einmal mehr rausschauen könnte, durch das Training, eben durch die Motivation, die nur positiv kann sein für einen Sportler, sage ich. Heißt das, dass du jetzt an den nächsten Turnier, an den kleineren Turnier, noch mehr musst Einsatz geben, um dann auch wirklich eine reale Chance zu haben an der EM und WM? Das auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich darf mich nicht auf der Lorbeeren ausruhen. Das ist so. Es wird immer wie strenger. Also, das Niveau wird sicher nicht fallen, eher ansteigen. Und für dort Heimspiel willst du wirklich super sein, natürlich eine Medaille können erreichen und dann gehst du von dir aus persönlich noch einmal mehr. Das stimmt, ja. Karate eigentlich nimmt man immer so ein bisschen als Einzelsportart wahr.
Es passiert aber eben auch sehr viel in der Gruppe, in der Mannschaft. Auch dort habt ihr ja eure Mannschaft einen Preis abgeholt. Der Swiss Leading Karate Dojo Award. Was mir aufgefallen ist, und um noch einmal auf den Raum zurückzukommen, auf eurer Homepage zum Beispiel wird wahnsinnig wenig über dich berichtet. Ja. Also dort heisst es jetzt nicht Diana, unser Superstar, und noch die anderen Lichtli rundum, sondern es ist alles sehr ruhig gehalten dort. Ja, es kommt ein bisschen von dem Karate-Club Lieserberg. Es ist bekannt für ihren Teamgeist, also für unseren Teamgeist. Und ich glaube, das ist das, was uns so erfolgreich macht. Also man tut niemand irgendwie gross hervorheben. Klar, wenn man Erfolge hat, ist man im Moment im Rampenlicht. Aber dann holt man dann die Person auch wieder oben runter. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Sache, auch für weiterzukommen, für die Kleinen, die können zu lernen. Und Lieserberg, glaube ich, hat so viel Erfolg, weil es eben ein Herz und eine Seele ist. Jeder hilft einander. Aufzukommen, zieht die Jungen nachher, zieht die Kleinen nachher und die Kleinen geben uns wieder ein bisschen Pfupf, oder? Wir müssen nachher auch wieder gehen. Und es ist fast wie so ein Drücken, aber ein schönes, nicht ablösen, aber in dem Sinne das Motivieren einander. Und das ist super natürlich, wie sie das zusammen hervorheben. Also nicht Diana Schwab und der Rest, sondern genau. Der Rest und Diana Schwab, genau. Wenn es dir um die Folgen geht. Ja. Du siehst jetzt eben den Nachwuchs bei euch. Mhm. Hast du den Eindruck, dass da die nächste Diana Schwab schon hergezüchtet wird? Also Diana Schwab ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber ich sage es, eben wenn wir jetzt gerade wieder in einem Swiss League-Turnier gewesen, Schweizer Turnier, und da kommen Kinder herführen, die ich vorher oder in dem Training nicht mitbekomme. Und das ist, ich habe dann wieder gestaunt. Es gibt kleine Knöpfe, die Talent haben. Und allgemein die Kinder sind motiviert und wollen. Diesen Willen habe ich noch nie gesehen bis jetzt bei Kindern. Und es ist schön zu sehen, dass sie wollen. Und ich glaube, mit Willen bringen sie es dann auch so hoch auf und können ihren Zielen nachgehen, glaube ich. Aber du bist gleich ein Vorbild für dich. Ja, ich glaube es. Ich hoffe es jetzt mal. Weil ja, dann, zumal, als ich so klein war, hatte ich auch meine Vorbilder. Und ich glaube, ein Vorbild ist immer gut. Wenn das Vorbild gerade Erfolge hat, dann kann man sich etwas im Fest haben. Und die Ziele eben auch den gleichen Weg gehen oder vielleicht ein mit Umweg oder so. Aber ich glaube, das muss jedes Kind oder jeder Sportler ein bisschen haben, glaube ich. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Du bist jetzt enorm viel unterwegs. Du bist jetzt gerade in Madrid gewesen. Und die nächsten Reiseziele sind schon vorprogrammiert. Allerdings nicht um Ferien zu machen, sondern um eben im Karate aktiv zu sein. Ist das etwas, was dir Spass macht, eben, dass du ein bisschen rumkommst? Oder fehlt dir manchmal so ein bisschen das Häusliche? Ja. Ich sage jetzt mal, es ist eine harte Zeit, die es Familie, Freunde angeht, für mich, also eben für die außerstehenden Personen auch. Sehe tue ich nicht viel von den Städten oder eben von den Ländern, weil ich gehe dorthin, für das Karate zu machen. Und es ist meistens gerade gehen, hauen, vielleicht einen Tag und dann wieder zurück. Und das Häusliche, glaube ich, fällt mir auf jeden Fall auch. Es ist nicht etwas, wo vielleicht ich mehr nachher habe, wenn der Wettkampf durch ist. Also ich arbeite jetzt auf Mai auf der Europameisterschaft und wenn die durch ist, habe ich eigentlich meinen Höhepunkt, einen von den Höhepunkten erreicht und dann kann ich vielleicht wieder ein bisschen runterfahren, kommt das mehr zur Geltung und dann ziehe ich dann wieder. Es ist immer ein bisschen ein Nehmen, ein Gehen. Es ist schwierig, aber es ist im Moment, jetzt ist es eine harte Zeit. Wie geht es jetzt? Deine Partner, deine Familie mit dem um, dass du so viel unterwegs bist? Ja, es braucht viel Verständnis von beiden Seiten. Ich glaube, jetzt vielleicht ein bisschen mehr vom Freund oder von der Familie. Und einfach halt immer, in einer Beziehung musst du wirklich auch viel reden. Und ich glaube, wenn es sonst harmoniert und wenn es bei so einem schweren Punkt wie ich bin, immer weg bin, so eine Beziehung harmoniert, glaube ich, wirst du eine gute Zukunft zusammen können haben. Die wünsche ich dir natürlich auch, Diana.
Und zwar nicht nur beruflich oder beziehungsweise nicht nur in der Liebe mit der Familie, sondern eben auch im Karate, dass du deine Ziele, die du dir gesetzt hast, dass du die erreichst. Natürlich eben mit der entsprechenden harten Arbeit. Diana Schwab, merci viel, viel mal, dass du bei uns im Lispo-Talk warst. Merci auch, ich vielmal. Danke.